Schwimmen, Radfahren, Laufen und das mit Hund. Am Lobau-See im Landkreis Lüneburg wird fleißig für den ersten Hundetriathlon in der Region trainiert. Insgesamt müssen rund 5,5 Kilometer absolviert werden. Und damit das auch klappt, übt Carola Hadler heute nochmal das Schwimmen mit Vierbeiner Fjell. Ich habe gedacht, nach den ersten 3 Metern, ja, das wird ja gehen und ich schwimme mich einfach warm. Das war aber nicht so, also es ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß gar nicht, 8 Grad Wassertemperatur ist jetzt nicht so viel. Und wie gesagt, ich bin dem Irrtum unterlegen, ich schwimme mich warm. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Mein Hund hätte noch weiter schwimmen können, aber ich nicht. Aber nicht nur Fjell ist Fan vom aktuellen Sportangebot. Insgesamt haben sich rund 100 Teams für den Triathlon am 15. Mai angemeldet. Die letzten Tickets musste Veranstalterin Verena Pierser sogar verlosen. Klar, dass der heutige Probelauf da nicht nur Hund und Frauchen Aufschluss über mögliche Schwachstellen liefern soll. Da kommen sie. Sehr schön. Wir gucken uns nochmal die Streckenbeschaffenheit an. Na, wir schauen, wo was vielleicht besonders abgesperrt werden muss. Wir gucken uns die Bodenbeschaffenheiten an. Oft ist es ja so, dass du auch auf Strecken wirklich auch Problematiken hast. Ich sag mal Feldsteine, starke rauskommende Wurzeln, so Geschichten, die einfach auch zu Stürzen führen können. Rücksicht und Fairplay sind für Verena deshalb besonders wichtig. Denn der Spaß soll bei diesem Triathlon im Vordergrund stehen. Und dafür wurde sogar das Regelwerk erweitert. Kleinpudel Kuno hat beispielsweise so gar keinen Bock auf Fahrradfahren und darf deshalb die Strecke im Rucksack zurücklegen. Warum sollten wir ihr den Start verwehren? Es ist eine total tolle Geschichte. Sie hat Spaß mit ihrem Hund. Sie schopft ihn in den Rucksack und es geht los. Also es tut doch niemandem weh, oder? Doch auch ohne die sportlichen Ambitionen von Kuno blickt Hundemama Marion Albrecht optimistisch auf den Wettkampf. Also nach dem heutigen Tag, denke ich, klappt es wohl. Also mit dem Rucksack hat gut geklappt, weil ich ja schlecht mit ihm biken kann. Mir graut ein bisschen vor dem Schwimmen, muss ich sagen, weil er auch nicht gerne schwimmt. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Für alle, die da nicht ganz so optimistisch waren, gibt's übrigens die Möglichkeit, im Team anzutreten. Da kann sich dann jedes Pärchen seine Lieblingsdisziplin raussuchen. Carola Hadler und Fjell trainieren deshalb heute nur das Schwimmen. Und morgen werden wir wieder ins Wasser gehen. Diesmal mit meinem richtigen Neoprenanzug nochmal dazu. Also ein bisschen dickeren und einfach nochmal testen. Und dann hoffe ich auf gutes Wetter die nächsten Wochen bis zum Triathlon. Das wäre echt angenehm. Das wird den Spaß noch ein bisschen steigern, sagen wir es mal so. Für den Spaß zahlen die Sportler mit ihrem Hund jeweils 39 Euro. Die Generalprobe haben heute alle geschafft. Und jetzt läuft der Countdown für den tierischen Wettkampf.